Jo, moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Mech Commander Gold und es ist etwas Unschönes passiert. Nämlich, ihr habt es vielleicht in einem anderen Video von mir gesehen, ein neuer Rechner tut hier jetzt seinen Dienst und ja, ich habe irgendwie es geschafft, alle Safe Games sonst was irgendwie zu retten, bis auf ein einziges, nämlich das von Mech Commander Gold. Was habe ich getan? Ich habe einen Cheat aktiviert, mit dem ich mich erstmal durch die einzelnen Missionen geklickert habe. Und wie ihr jetzt seht, habe ich 1,5 Millionen Credits. Das ist nicht viel. Und diese 6 Kollegen hier. Die haben ein bisschen, wie soll ich das jetzt nennen? Die haben ein bisschen Erfahrung mitbekommen, aber das ist es dann auch. Und wie ihr seht, sind wir ausrüstungstechnisch echt übel schwach belegt. Ich habe halt eben überlegt, was könnte man sonst noch machen, aber ich habe mir gesagt, okay, nehmen wir die Herausforderung an. Vielleicht klappt's ja. Ich bin mal sehr gespannt, ich glaube nämlich nicht. Aber egal, gucken wir mal, was haben wir an MechWarriern da? Lass mal sehen. Okay, wir haben hier nochmal zwei Elite MechWarrier, die nehmen wir gleich mal mit. Leave it to me. As ordered, sir. Do what I can, sir. Und yes, sir. This is Blaze. I'll take care of it. Alle Veteranen nehmen wir genauso mit. So, damit haben wir erstmal, glaube ich, genug Piloten, was das angeht. Max. Ah, da können wir uns durchaus ein paar kaufen. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben 3 Armor, 5 Waffenatlas zur Auswahl. Ich sollte aber nicht... Ups, das war natürlich selten dämlich. Return to game. So, aber so habt ihr es auch mal gesehen. So, wir sollten nicht durchdrehen, weil, wenn wir hier mal gucken, Briefing Deployment, wir haben nur 400 Tonnen zur Auswahl. Das ist nicht so wirklich viel. Aber deswegen werden wir jetzt Folgendes machen. Ich nehme die 3. So. Die 3 Atlas nehmen wir erstmal mit. Wie sieht's aus mit Components? Lass mal schauen. 7 Stück. Jawohl. Kommt zu Papa. So. Großer extra Reichweitenlaser. Jawohl. Auch mal 12 von. Der Mist natürlich ist, dass unser ganzes schönes Clan-Equipment weg ist. Inklusive der Max. Es soll angeblich noch einen Cheat geben, mit dem es möglich gewesen wäre, halt eben auch alle Mechs automatisch mit zu bergen. Habe ich ausprobiert, funktioniert nicht. Ich wollte zumindest die aus der letzten Mission mitnehmen. Aber das hat so nicht hingehauen. Also müssen wir jetzt mit einer relativ, ja, spartanischen Ausstattung, sag ich jetzt mal, die nächste Mission antreten. Bin mal sehr gespannt, ob und wie das was wird. So, schauen wir mal, wie viel... Pain God here. Jo. Vixen here. Genau. So, du kommst dann erstmal weg. Aber jetzt müssen wir mal gucken... 285 Tonnen. Ich möchte natürlich jetzt die Jungs nicht auf mich setzen, mit denen sie nicht umgehen können. Das wäre natürlich totaler Mist. So, MechBay, MechWarrior, wie viele Veteranen habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mehr, als ich in dieser Mission in irgendeiner Art und Weise verbauen kann. Deswegen besorgen wir uns mal ein paar schwere Mechs. Da hätten wir zur Auswahl Catapult und den Jägermech. So. Ist zwar jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsmech, aber irgendwas muss man ja machen. So. Nehmen wir nochmal 3. Die dürfte ich eigentlich auch nicht belegen können. Thunder hier. Mantis reporting. This is Lynx. So, wollen wir mal gucken. Mission drop weight exceeded. Da sind wir schon drüber. Mit 4 Max.
Ja, ist nun mal so. Okay. Das heißt, du und du, ihr macht mal Pause. Dankeschön. So, dann wollen wir doch hier mal dafür sorgen, dass wir eine entsprechende Ausrüstung haben. Ich glaube nicht, dass meine Truppe wirklich ideal ist, weil wir nur 15 Minuten für den Auftrag haben. Und wir sollen in diesen 15 Minuten einen Binärstern-Gegner zerlegen. Das halte ich für ziemlich problematisch. Aber wir werden sehen, was wir machen können. So, dann übernimmst du eben die die mittlere Strecke. Der ist mit 3 Partikelprojektoren am Ende. So. Dann deployen wir die. Alles als Gruppe 1? Nee. Oder? Doch. Nein, ich werde die aufteilen. Ja, ich werde die aufteilen. Commencing deployment. Mech Warriors prepare for combat. So. Ich habe ja auch nichts zur Unterstützung. Das ist ja der Mist dabei. Ich muss wirklich mit dem auskommen, was ich hier habe. My sensors have a new contact. Sehr schön. Und das ist ein Mad Cat, den werden wir uns doch mal holen, oder? Hinterher. Los jetzt. Noch ein Mad Cat, na kommt schnell hier. Wieso hauen die denn alle ab? Was seid ihr denn für Klaner? Naja, andererseits können wir auf die Art und Weise natürlich eine Treibjagd veranstalten. This is Link. My sensors have a new contact. Listen here. I have a new sensor trait. I'm under attack. I have a new sensor trait. Leave it to me, sir. I have a new sensor trait. The enemy has been engaged. Going for the kill. Fire. I'm taking enemy fire. Not a problem, sir. Done, sir. If you can't take the heat, taking enemy fire. No problem, sir. Yes, sir. Come, Sean. I am under attack. Done, sir. The enemy is engaged. Done, sir. Reporting mech destroyed. Consider it done. Consider it done. Fire. Enemy mech destroyed. The enemy has been engaged. Ah, sehr gut. Da kam gleich nochmal einer vorbei. Who wants some of this? I'm taking enemy fire. No problem, sir. Pain God here. It's gone. I need a new target. Done, sir. How quickly will you come apart? Enemy mech. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir no problem, sir. Dieses Stück Wald hier weggebrannt bekommen. So. Wie viele habe ich denn jetzt eigentlich schon erwischt? Ich habe irgendwie nicht mit richtig mitgezählt.
glaube, 5 von den 8 habe ich erwischt schon, oder? Watch out, I found a minefield. Wo denn? Same guy here. Someone thinks they can hurt me. Watch out, I found a minefield. Ah, da. Na, die werden sich doch hier sicherlich verstecken, oder? In der alten Basis. So, dann werden wir die Gruppen jetzt vereinen. Enemy components, enemy components captured. Aha. Reporting building captured. I have a new sensor trace. Links here. Reporting building capture. Consider it done. Reporting building capture. Da ist der Tor. Links here. I take care of him. Noch mehr. No problem, sir. Consider it done. The enemy is engaged. No problem, sir. Links here. I take care of him. No problem, sir. Sehr schön. Sir, I can't do that. This is Vixen reporting mech destroyed. Enemy components captured. Enemy components captured. Okay, jetzt heißt es schnell. Wir haben noch 9,5 Minuten. Diese wollen wir natürlich nutzen. Wir werden jetzt mal sehen, dass wir hier. No problem, sir. Time to kick ass. Consider it done. Hier mal ein wenig das alles in Brand setzen. Yes, sir. On the attack. Yes, sir. So, auf geht's. No problem, sir. Consider it done. So, man hätte jetzt natürlich auch mit Jump Jets arbeiten können. Ja. Hätte man können. Genau. Da ist ein Sensorturm, der gehört ja uns, der arbeitet für uns. Hat den letzten Gegner da oben gesichtet. Okay. Vorsicht, Gastanks. Hier könnte einiges in die Luft fliegen. Yes, sir. No problem, sir. Ja, komm schon. Consider it done. Consider it done. So, da hast du dir jetzt natürlich den falschen ausgesucht. No problem, sir. Mission objective. Mission successful. Sehr schön. So, dann gucken wir doch mal, was wir davon behalten dürfen. Commendation for low drop weight. So, 2 Mad Cats. Sehr schön. Beiden Hunchbacks, okay, die verkaufen wir wieder. Und den Masakari. Hey, das ist eine super Ausbeute, das kann man nicht anders sagen. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal dann doch schon ein wenig freudiger gestimmt, denn wir kriegen wieder ordentlich Clan-Equipment. Das ist das, was Spaß macht, das wollen wir haben. Und in diesem Sinne bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.